wie sehe ich aus? Ich teste jetzt gerade mal einen Rucksack. Das ist das Gear for Free 40 Liter Faltrucksack. Meine Schwester hat es ein wenig modifiziert und hat mir nach meinem Auftrag Hüftgurt von alten kaputten Lidl Rucksack angenäht. Und hier sind noch zwei Solognac X-Axis Pouches von Decathlon noch dran. Und jetzt habe ich da 6,3 Kilo drin und schau mal, wie sich das macht. Ich meine, sonst hätte ich ja nur diese normalen Gurte plus noch hier Brustgurt, und jetzt ist da noch dieses Hüftgurt dran. Mal schauen, wie sich das macht und wie sich das tragen lässt, weil eigentlich, wenn ich das so belasse, dann hätte ich 6,3 Kilo plus Wasser, sind 7,3, und dann hätte ich noch so eine Seitentasche mit 1,5 Liter Wasserflasche plus noch eine Seitentasche mit Kamera-Equipment. Aber dieser Rucksack war halt nur mit 6,3 Kilo Baseweight plus 1 Liter Wasser, also 7,3 Kilo. Müsste eigentlich gehen. Also ich mache jetzt mal einen Testlauf und schau mal, wie sich das laufen lässt. So sieht's aus. Also hier habe ich den Rucksack an, hier ist meine Bauchtasche, hier ist noch der Jägergürtel. Eine interessante Konstruktion. Also ich bin bei 5,3 Kilo Rucksackgewicht plus zwei 0,5 Liter Flaschen macht 6,3 Kilo. Dann 200 Gramm Bauchtasche und 800 Gramm Jägergürtel. Das macht 1 Kilo plus 6,3. Ich bin bei 7,3 Kilo Gesamtgewicht plus noch Fließpulli, 350 Gramm, also 5,3 plus 1, 6,3 plus 0,8 plus 0,2, 7,3 plus der Fließpulli, 7,6,5 plus 1,5 Liter Flasche, 9 Kilo plus noch Kamera, Seitentasche, bin ich bei 10 Kilo. Und schon wieder ist vorbei mit Ultralight. Aber der Rucksack hier ist jetzt mit 5,3 Kilo gepackt. Wenn ich jetzt noch Wasser rein tue, habe ich 6,3 Kilo. Muss mal schauen. Vielleicht fällt mir was mit Wasserflasche was anderes ein. So, ein anderer Einfall, hier 0,7er Flasche. Das heißt, wenn ich mit 1,7 Liter klarkomme, dann spare ich mir Gewicht. Also, wir zählen zusammen, 2 mal 0,5 ist 1 Liter plus 1 mal 0,7 sind
1,7 Liter. Na, wo bleibt das Licht? Licht. 1,7 Liter. Da bin ich gewichtsmäßig ganz gut dabei. Kameramäßig muss ich halt gucken. Da habe ich die RX100 und die QX10. Und dann nehme ich noch die GoPro Hero Session und die zwei Sonys, AZ1 und AS100V. Plus noch das kleine blaue Stativ, plus noch das Flachstativ, plus noch Selfie-Stick. Ja, also kameratechnisch komme ich auf 1 Kilo. Und das will ich in so eine Seitentasche, die ich mir hier so umhänge. Dann habe ich alles parat, je nachdem, was ich brauche. Hier kann ich die AZ1 halt zum Filmen vom Rucksack her dran montieren. Ich muss morgen früh mal einen kleinen Testlauf machen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn das funktioniert, dann sind wir gut dabei. Weil ich meine, wenn das hier mit 6,5 Kilo belastet wird, dann müsste das eigentlich gehen. Jetzt vor allem, wenn meine Schwester mir das auf wundersame Weise mit ihrem handwerklichen Geschick verbessert hat, weil dieser Rucksack hatte nämlich keinen Hüftgurt und das war ziemlich unpraktisch. Es hing alles auf der Schulter. Nun gut, viel besser ist es auch nicht, weil viel Gewicht kann das nicht abhalten. Aber immerhin ist es ein bisschen eine Erleichterung. Am besten wäre natürlich so ein Ultralight-Rucksack kaufen, aber das kostet Geld, das ich nicht habe. Also so ein Setbacks-Teil wäre echt cool, aber das kostet 350 Euro. Also wenn mir jemand einen schenken möchte, schreibt mich bitte an, ich gebe die Kontodaten. Also Setbacks, Z-Light, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung war, aber der Rucksack war, glaube ich, so 40, 45 Liter und nur 500 Gramm leicht, also vergleichbar mit dem, aber halt richtige Qualität, ja. Ja. bin mal gespannt, wie das wird. Also morgen mache ich halt Testlauf mit diesem Faltrucksack, der von meiner Schwester erfolgreich modifiziert wurde. Also Donnerstag. Freitag will ich es mal mit dem Fahrrad, mit einer Tour versuchen. Freitag, Samstag, mal schauen. Wobei Samstag wäre praktischer, weil da könnte ich auf dem Flohmarkt noch gucken, ob ich was Interessantes finde. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich jetzt begeistert, dass ich das jetzt so cool in meinem Rucksack reinkriege, weil normalerweise wiegt er 450 Gramm. Mit der Modifikation komme ich jetzt auf 500. Und ich könnte theoretisch da diese X-Axis Pouches von Solognac drauf montieren, aber die habe ich wieder abgemacht, um halt quasi Gewicht zu sparen. Und eine von den Pouches habe ich halt an diesen Jägergürtel dran gemacht, die andere habe ich jetzt komplett ausgelassen. Das heißt, ich habe jetzt Base Weight von dem Hauptrucksack auf 5,3 Kilo. Das ist schon mal eine Kampfansage. So, ein kleiner Testlauf meines Rucksack-Setups. Der Rucksack, den meine Schwester modifiziert hat, der ist mit 6,3 Kilo befüllt, plus noch hier 200 Gramm und im Gürtel 800 Gramm. Das macht 8,3 Kilo, plus noch Kamera und Selfie-Stick. Ich habe nur die Kamera jetzt mitgenommen zum Test. Oh, fängt es an zu pissen. Ja. Also gut. Das mit dem Rucksack hier funktioniert ganz gut. Aber das mit dem Gürtel gefällt mir nicht. Ich fühle mich ziemlich beobachtet und übelst angeglotzt. Also ich muss das Setup ändern. Ich tue den Gürtel wegmachen und nehme stattdessen den kleinen Rucksack nach vorne. Und somit entgehe ich diesen bösen Blicken. Ich hasse es, diese Blicke.
wenn ich angeglotzt werde, wie ein Clown im Zirkus oder wie ein Aff im Zoo. Nee, das ist nicht mein Ding. Ich muss den Gürtel aus dem Sortiment nehmen, auch wenn es schade ist, weil es so gut ist. Naja, schauen wir mal, wie gut das dann funktioniert, wenn ich hier vorne ein kleines Täschchen habe. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Aber an sich ist es ganz gut mit dem Rucksack hier. Also wie unschwer zu erkennen ist, hat meine Schwester gute Arbeit geleistet. Das Zeug hält gut und stabil. Und mit 6,3 Kilo lässt sich das gut tragen. Ich werde hier dieses große Pouch mit den Heringen und Paracords dran befestigen. Und bei den zwei kleinen muss ich noch überlegen, wo ich sie befestige, aber der Gürtel muss weg. Mit dem Gürtel funktioniert es nicht. Ich habe keinen Bock, dauernd angeglotzt zu werden, wie ein Affe im Zoo. So, weiter geht's. Ich hoffe, dass jetzt die Spaziergänger endlich daheim sind und ich in Ruhe laufen kann, weil ich fühle mich echt extrem beobachtet und angeglotzt. Wegen dem scheiß Gürtel. Deswegen werde ich nachher das alles in das kleine Faltrucksack umpacken. Und ja, so müsste es eigentlich normal aussehen. Eigentlich sollte ich mir keine Gedanken darüber machen, was andere Menschen denken. Aber wenn ihr so Blicke spürt, die alle auf euch gerichtet sind, das ist nicht angenehm, ja. Deswegen werde ich das hier alles ein bisschen modifizieren. Naja, jetzt muss ich gucken, dass ich hier aus dem Wäldle rauskomme, mich an den ganzen glotzenden Menschen vorbeischleiche, ins Keller komme, alles im Keller hinschmeiß, nach oben gehe und ja, heute werde ich noch in die Stadt fahren, muss noch im Jobcenter einen scheiß Brief einwerfen und dann kauf mir ein paar Bierchen, hock mich an den Neckar und fahre ich wieder nach Hause, das Video vom Jakobsweg bearbeiten vom Samstag. Ich dachte, das wäre ein Mensch dort hinten, aber zum Glück war es nur Gestrüpp, das sich im Wind bewegt. Nun denn, so ganz gemütlich ist es nicht, aber das liegt daran, dass meine Schulter und mein Rücken noch vom Rucksack am Samstag ein bisschen lädiert sind. Und ja, wenn ich das hier dann hin anderen Rucksack umgepackt habe, fühlt sich das auch alles anders an. Mal schauen, aber ob ich so lange Strecken laufen kann, weiß ich nicht. Okay, es sind nur 6,3 Kilo, ohne Wasser sind 5,3. Weil die dritte Flasche habe ich doch nicht mitgenommen, die würde dann vorne hier hinkommen. Ja. Eigentlich bräuchte ich meinen 65 Liter Rucksack, der ist mit 1,5 Kilo gar nicht so schwer und ist vom Tragekomfort viel besser. Umfangreiche Hüpfflossen, die alles gemütlicher und erträglicher machen. Aber der Rucksack ist in Polen und ich bin hier in Deutschland. Naja. Meine einzigen verbliebenen Pflanzen, die brauchen natürlich Wasser. Das passt alles ganz gut.